Aber das heißt natürlich, dass wir weiterhin in Gefahr sind. Das ist nicht gut. So, wo kommen wir hier denn raus? Da habe ich auf jeden Fall erstmal ein Rohr gefunden. Das können wir doch bestimmt hier oben irgendwo benutzen. Oder auch nicht. Dann probieren wir es halt an einer der Türen. Hier ist sogar noch ein Rohr. Die Tür ist zu. Was ist denn hier oben? Haben wir hier irgendwo eine Möglichkeit rauszukommen? Nein, auch nicht. Hier auch nicht. Hallo, kannst du bitte tauchen? Danke. Hier waren wir ja gerade schon. Dann ist wohl weiter unten was, wo wir rauskommen. Hier die Tür. Die Tür ist auch zu. Ganz hier unten irgendwo. Auch glaube ich Luft. Ah, hier in der Mitte. Ich spam ja schon. Nein, ja, ich sehe, dass die zu ist. Dann nehmen wir halt das Rohr, was hier noch rumliegt. Und versuchen es nochmal. Komm schon. Jawohl. Kein Problem. Das Ziel. Hätte gemütlicher sein können. So. Aber das war knapp. Zu knapp. Wer wollte uns hier umbringen? Habe ich nicht schon mal eine für die Schrotflinte gefunden? Ey, so viel Schrotmunition habe ich jetzt auch noch nicht. Im Kontrollraum schließen. Lass mich in Ruhe. Ich weiß, dass du noch nicht tot bist. Aber okay, gehen wir erstmal weiter. Blödes Ungeziefer.
So. Der Kontrollraum war doch jetzt hier irgendwo. So. Der Sturm ist an. Nutzen wir ihn. Okay. Nutzen wir die Zeit. Ich überprüfe das Kontrollsystem. Ich habe kein Signal. Vielleicht sind die Antennen ausgefallen. Sie sind auf dem Aussichtsdeck. Vielleicht kriegen wir sie wieder hin. Die Aussicht ist sicher toll. Bestimmt. Also los. Also gehen wir jetzt so hoch zum Aussichtsdeck. Das Aussichtsdeck. Wir können von der Halle aus rausfahren. So. Betäuben 1, das klingt natürlich nicht schlecht. Aber ich will jetzt erstmal die Schrotflinte wieder mitnehmen. Ein bisschen Munition haben wir jetzt wieder von allem. Und ich mache auf meine Pistole auch einfach mal betäuben. Das klingt doch wirklich nicht schlecht. Und hier können wir einmal Feuerrate raufgeben. Wo haben wir denn gerade das große Magazin drauf? Hier haben wir das große. Ja, okay, nein, das finde ich okay so. Einmal alles nachladen. Ich verstehe trotzdem nicht, warum sie so viel Gewehrmunition hier raushauen. Ja, wirklich so viel, dass ich das Gewehr erstmal hauptsächlich nutzen werde. Das Wasser ist doch. Alles okay. Das Schott ist zu. Wir müssen nur warten. Haben mich jetzt ganz schön erschreckt. Mit denen habe ich gerade irgendwie gar nicht erwartet. Nein, jetzt habe ich einmal mich geheilt. Ich wollte mich nicht heilen. Ich wollte nachladen. Irgendwann beißt es mir noch in den Hintern, dass ich hier immer aus Versehen irgendwas mache. Herausgefunden, dass es zwei Schiffe waren. Ihr seid auf dem Schwesterschiff der Queen Zenobia. Jill und Parker werden vermutlich auf diesem Schiff festgehalten. Konnten Sie es lokalisieren? Nein. Aber meine besten Leute arbeiten dran. Es ist aber noch nicht lange her, oder? Korrekt. Es kann sein, dass die beiden Schiffe bis vor wenigen Stunden zusammen unterwegs waren. Sucht die Umgebung ab und haltet die Augen auf. Verstanden. Ja, also wissen wir immer noch nicht, wo sich Jill und Parker aufhalten. Aber wir wissen natürlich, wo sich Jill und Parker aufhalten. Und zwar hier im Maschinenraum. Da habe ich mich doch gerade so ein Spezialzubehör anlächeln sehen. So. Aber wo wollen wir jetzt hin? Rauf, ne? Und da geht's wahrscheinlich am besten hier lang. Ah ja, ich erinnere mich hier, wo wir runtergesprungen sind. Okay.
Wirst du auch noch zu so einem Ding? Erstmal nicht. Hast du eine Ahnung, was Weltro vorhat? Abgesehen davon, uns hier an der Nase herumzuführen? Wer weiß, seit dem Video gibt es nicht die geringste Spur von ihnen. Ja, das ist schlecht. Je schneller wir auf dem Aussichtsdeck Kontakt zur Basis kriegen, desto besser. Ich hoffe, sie wissen inzwischen wenigstens, wo Chris ist. So, hier liegt natürlich noch ein bisschen Gewehrmunition. Und ich hoffe ganz stark, dass da draußen jetzt nicht dasselbe wartet, wie das, was wir gerade mit Chris gesehen haben. Aber hier wirkt alles erstmal etwas friedlicher. Aber vielleicht kommen wir ja jetzt hier rein. Nein. So, das Aussichtsdeck, wie kommen wir da denn hin? Das wird uns bestimmt gleich irgendjemand sagen. Hörst du das? Ich erinnere mich da an was auf dem Solarium war. Wo lang? Wo bist du hin? Fahrstuhl? Fahrstuhl. Nehmen wir den Fahrstuhl. Gut, jetzt kommen wir zum Aussichtsdeck. Und das Aussichtsdeck hat... Da oben ist was! Parker, kannst du bitte nicht in meine Schussfeld laufen? Aua. Bitte lassen Sie dies. Hallo? Okay, wir fahren weiter. Sind wir sicher? Ich bezweifle ganz stark, dass wir sicher sind. Ich zweifle ganz stark, dass wir in den nächsten Stunden jemals sicher sein werden. So, wir haben es geschafft. Und es ist Nacht. Und es gibt nichts zu sehen. So. Ich möchte bei dem Gewehr der Schrotflinte und so eigentlich schon bleiben. Ich möchte einmal alles nachladen. Weil das hier sieht doch sehr nach einem Bosskampf aus. Ja, ich glaube, er verfolgt uns. Au. Das Ding überhaupt leben.
Ja, lass dich scannen. So. Hey, ich hab doch Ausweichen gedrückt. Ausweichen ist wirklich stronger, als ich ursprünglich angenommen habe. Lass mich erstmal aufstehen. Okay, du machst das schon von dir aus. Mal wieder aufstehen, ja, komm. So, immer schön ausweichen. So, ich habe Schrotmunition gekriegt. Au. So, ich habe mich jetzt einmal geheilt. Lieber Vorsicht als Nachsicht. Au. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier gerade was bringt, was ich hier überhaupt die ganze Zeit mache. So, du stehst jetzt bitte wieder ganz schnell auf. Halt hier gleich meine ganze Munition verballert und gefühlt noch gar nichts verursacht an Schaden.
steh bitte schnell auf. So, und jetzt bin ich auch schon leer. Das sind auch gerade keine Items, was ich da angesteuert habe. Aua. Jetzt habe ich auch langsam keine Heilung mehr. Also langsam müsste der... Ja, komm! Jawohl, so will ich das sehen. Was für ein nerviges Drecksvieh. Was für eine Nacht. Die Antenne ist da oben. So, jetzt vielleicht noch etwas Heilung. Dazu würde ich auf jeden Fall nicht nein sagen. Den kann ich auf jeden Fall auch ein paar Mal scannen. Aber doch auch nicht so oft, wie ich gerne hätte. Und was haben wir hier? Eine Gewehrtasche. Jill, wir müssen erst die Antenne reparieren. Ja, wir können die Antenne gleich reparieren. Lass mich hier erst nochmal gucken, ob hier noch irgendwo Items rumliegen. Aber okay, jetzt scheine ich alles zu haben. Auch wenn ich im Moment nur Gewehrmunition besitze. Aber vielleicht liegt hier ja noch ein bisschen was. Eine Schlüsselkarte auf jeden Fall. Die können wir doch auf jeden Fall gebrauchen. Da liegt noch was. Ein grünes Kraut, das nehme ich gerne. Okay. Aha, und etwas Munition, das gefällt mir. Ah, es tut gut, an der frischen Luft zu sein. Dieses Schiff hat uns echt auf Trab gehalten. Ja. Wir haben die ganze Zeit um unser Leben gekämpft. Funktioniert meine Kamera noch? Hoffentlich wird's ruhiger, wenn das HQ Bescheid weiß. Ich glaube nicht. Aber okay, dann spielen wir halt ohne Kamera weiter. So. Dann gucken wir mal, dass wir die Antenne hier wieder ankriegen. So, wieder ein kleines Rätsel. So, dann haben wir das da und das da und dann haben wir es auch schon. Das sollte reichen. Versuchen wir es. Hoffentlich geht's. Hier Vermilion. Hauptquartier. Bitte kommen. Hier O'Brien. Seid ihr zwei okay? Geschafft. Boss, hier Parker. Hier ist die Kacke am Dampfen. Und zwar gewaltig. Ich weiß. Das Ganze war eine Falle. Und wir sind blind reingetappt. Was heißt das? Was meinen Sie mit Falle? Boss, was ist denn los? Was ist, Boss? Sagen Sie etwas. Ein Moment, hier kommt gerade ein Notruf rein. Nein, warten Sie! Direktor O'Brien, wir haben einen Notruf von der ESF empfangen. Sie melden Satellitenbewegungen. Die European Security Force? Sprechen Sie. Ja, Sir. Anscheinend wird Terra Grigias Solarenergieintegrator reaktiviert.
Wir sind also schon mittendrin. Anscheinend hat jemand die Queen Zenobia entdeckt. Du hast dich kein bisschen verändert. Parker! HQ, was ist los? Wir haben ein verdammtes Problem. Die Solarenergie-Matrix wurde aktiviert. Sie zieht direkt auf die Kreuzfahrtschiffe im Mittelmeer, die Veltro, als Versteck dienen. Die Satelliten, die Terra Grigia zerstörten. Sind direkt über uns. Die können doch nicht einfach das Ultimatum ignorieren und das Schiff zerstören. Boss, hol sie uns hier raus! Sorry. Aber ich fürchte, das geht nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann findest du hier weitere Videos. Und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen.